19 Jahre jung, bei den Hertha Bubis ausgebildet und in dieser Saison seine ersten Einsätze in der Fußball-Bundesliga absolviert. Hallo Martin. Hi. Schönen guten Mittag, muss man ja sagen. Ja. Nehmen wir an, du bist ausgeschlafen? Ja, auf jeden Fall. Das qualifiziert dich zum Fahren in diesem wunderschönen Hyundai Kona. Bereit? Ja, natürlich. Okay. Ich habe schon die Folgen gesehen, das Elektroauto, ne? Ja. Ich habe nicht gefahren. Aber kriegst du hin, guck mal hier, Start und dann läuft das, glaube ich. Ja, ist gerade ausgegangen. Siehst du, und jetzt musst du einfach fahren. Einfach losfahren. Ihr wohnt ja jetzt alle noch zusammen in diesem Haus außer Palko, der ist ja jetzt in Ungarn. Ja. Wie groß ist denn das Thema Fußball bei euch? Oder hat deine Mutter irgendwann gesagt, ey Jungs, hier zu Hause wird nicht mehr über Fußball gesprochen? Also bei uns dreht sich immer alles über Fußball. Weil mein kleiner Bruder spielt auch bei Hertha. Genau. Mein Vater hat hier das Rekordspieler. Hier viel lange gespielt. Mein Opa war auch schon damals Fußballer immer. Also bei uns ist Fußball verrückt alles. Was ist der Unterschied zwischen Trainer-Pal und Papa-Pal? Gibt es da einen Unterschied oder ist er ein und dieselbe Person? Auf dem Feld, da ist es für mich halt ein Trainer und das unterscheiden wir klar. Bei uns ist es halt so, dass früher war mein Opa auch der Trainer von meinem Vater. Und mein großer Bruder war auch schon bei ihm Spieler. Mein kleiner Bruder hat jetzt U16 mit ihm gespielt. Mhm. Also irgendwie ist das so schon wie normal, aber. Okay, Martin, Mario Kart auf der Switch. Skill Level 1 bis 10. Wo bist du so? Wo befindest du dich? 8 ist okay. Und ihr zockt das immer? Ja, jetzt. Seit neuestem. Mit wem spielst du immer? John, Lex, Jessica hat auch eine Switch. Mhm. Der war aber jetzt leider nicht dabei. Und Deo. Deo hat auch eine. Ich hasse Peach. Peach ist, glaube ich, das ist Daisy, aber Peach ist, glaube ich, richtig aggressiv immer. Okay, passt aber auch eigentlich von meiner Haarfarbe her, ne? Okay, pass auf, ich nehme Peach. So. Wo bist du? Ah, da bist du schon, ne? Ich bin auf der 2. Wie kann das denn sein? Warte, ich bin auf der 4. Ich bin auf der 1. Wenn man hinten ist, kriegt man bessere Items, oder? Ja. So. Und ich habe gehört, du spielst auch gerne Golf. Das auch mal. Nee. Weißt du, wer das gesagt hat? Wer? Lucky Samarčič. Golf? Die hätten sich bestimmt alle kaputt gelacht, wenn wir hier Golf spielen. Jetzt kommt die schwere. Regenbogenboulevard. Die, an die kann ich mich auch noch erinnern. Daisy, ey, vielleicht hätte ich die nehmen sollen. Peach, ey, die. Ist auch einfach nur eine pure Enttäuschung. Ich bin auf Platz 1. Ja, Martin, das haben wir heute schon öfters gehört. Ah, ich hab gewonnen. Ey, wie kannst du schon im Ziel sein? Du bist letzter geworden. Gut, wir machen das ja auch hier, um euch Selbstbewusstsein zu geben, weißt ja. du? Stell dir vor, du hättest jetzt hier verloren. Das wäre nicht gut für dich gewesen. Hätte ich keinen guten Tag. Nee, eben. Ich tue ja alles dafür, dass ihr hier mit guter Laune rausgeht. Mit rechts, mit links, also schwacher Fuß. Und was erstaunlich war, ich kann mich daran erinnern, er war einer der wenigen Jungs, die schon in der U12 dann 44 Mal mit dem Kopf jonglieren konnten. Also. Ja, das stimmt. Was würdest du sagen? Was haben alle Dadais gemeinsam? Mein Vater, ich und mein kleiner Bruder sind so eher die Kämpfer. Mein großer Bruder ist so der Zauberer. Der Zauberer.